Also wir beginnen mit der Demontage der Fenster. Das heißt, wir lösen sämtliche Mörtelfugen in den Natursteinfalzen, in denen das Fenster vor Ort gefasst ist. Die waagerechten Quereisen werden von den Glasleisten befreit. Die Felder werden also umlaufend freigelegt und demontiert, damit das während der Demontagezeit kein Wetter in die Kirche schlagen kann, sprich es regnet oder stürmt, werden die Fensteröffnungen während der Zeit mit Spanplatten wetterfest verschlossen. Das Fenster wird dann in diesem ausgebauten Zustand in diesen Einzelelementen in die Werkstatt transportiert. Hier werden wir dann die Weißflächenumrandung entfernen, die Felder, die teilweise in der Fläche verworfen sind, richten, zerbrochene Gläser und fremde Reparaturstücke, sprich Spuren alter Reparaturen, wo Glas und Material also nicht zum Umfeld passten, werden entfernt und werden entsprechend im originalen Material ergänzt. Dann wird das ganze Feld mit einer Messingrahmung eingefasst. Das handelt sich aber um ein Messing-U-Profil. Sämtliche Lötstellen werden vor dem eigentlichen Lötvorgang von alten Oxidschichten befreit. Das heißt, sie werden leicht angeschliffen. Gelötet wird mit einer 60-prozentigen Zinnlegierung, die mithilfe eines Flussmittels, Lötfett, Sterinöl, dann für die Lötung, Verlötung vorbereitet wird und dann mit einem Lötkolben, mit einem Kaltlötverfahren zusammengefügt wird, sodass also eine kraftschlüssige Verbindung steht, das Feld stabil verlötet ist und somit also dauerhaft eine gute Rahmung hat, die dann auch die Stabilität für eine lange Zeit wieder gewährleistet. Das Blei ist also im Prinzip einmal aufgebogen worden, mit einem Bleimesser, den man vorsichtig runtergeht und das etwas hochdrückt, damit man das alte Stück, was hier beschädigt, gesprungen ist, entfernen kann. Macht man das ein bisschen einfacher, setzt einige Hilfsschnitte, um das Stück leichter herauszubekommen. Arbeitet jetzt etwas den alten Kit raus, damit man das neue Stück sauber einsetzen kann. Nimmt man sich ein neues Stück Glas, zeichnet sich die Größe an. Schneidet man das eben angezeichnete Stück auf Maß zurecht. Das Stück dann in die Öffnung ein. Als nächstes wird dann das Blei wieder heruntergebogen, vorsichtig. Letzten Stück dann wieder nachgekittet.
dass das Stück erneuert ist. Und das Feld oder die Verglasungen werden alle von beiden Seiten mit einem Spirituswasser mit einer, ich sag mal, recht milden Reinigungslösung gereinigt, damit die aufgetragene Malerei also nicht angegriffen wird und keinen Schaden nimmt. Zusätzlich werden auf das Fenster noch, das ist in Abstimmung mit der Denkmalpflege und der Bauleitung gemacht worden, ein Stabilisierungseisen aufgebracht, ein sogenanntes Windeisen, was dann auch vermeidet, dass sich diese Wölbungen wieder bilden können. Wenn wir die Felder dann hier in der Werkstatt so weit gereinigt und restauriert haben, also alle Arbeiten hier abgeschlossen sind, dann wird parallel dazu noch eine Schutzverglasung angefertigt. Eine Schutzverglasung aus einem Verbundsicherheitsglas. Das Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei Scheiben und einer dazwischen im Autoklaven unter Hochdruck eingebrachten Folie. In diesem speziellen Fall wird ein Glas genommen, an der Außenseite mit einer leicht welligen Struktur, um dem alten historischen Charakter des Gebäudes gerecht zu werden. Das Material nennt man ein Goetheglas. Wenn wir diese Schutzverglasung dann hier in der Werkstatt maßgenau gefertigt haben, zum Beispiel oben in den Maßwerken, in diesen ornamentalen Stücken am oberen Fensterabschluss, werden jede Verglasung einzeln nach Schablone angefertigt, nach dem ursprünglichen Werkstück, wird dann in Blei gefasst und hier nochmal verkittet. Hier mit etwas Silikon im Blei zusammengefügt. Dann werden die einzelnen Stücke mit Blei zusammengefügt. Blei wird nach dem Nachschneiden immer etwas angestaucht, um den Schneidgrad zu entfernen, damit das leichter dann wieder in das Blei, was sich gleich wieder hier rumfügt, einzusetzen ist. Dann wird das Ganze mit einigen Nägeln auf dem Tisch fixiert. Stelle, wo jetzt der Kopf hier drauf kommt, wird auch eben das Silikon eingesetzt. Im Vorgang beim Zuschnitt wurden Hilfsstriche auf die Teile gesetzt, eben um die nachher wieder genau in der Form, wie sie sein müssen, zusammenzufügen, dass der Kopf an der Stelle sitzt, wo er hin muss und das Ganze auch passt.
das Feld zusammengefügt hat. Im nächsten Schritt würde man dann noch an den Punkten, wo sich die Bleie treffen, diese wieder verlöten. Wenn diese ganzen Arbeiten fertig sind, dann bauen wir erst die Schutzverglasung an. Die Schutzverglasung kommt in die Verglasungsebene, in der ursprünglich die Bleiverglasung gesessen hat. Und die Bleiverglasung wird von innen mittels technischer Änderungen am Stabwerk, an den waagerechten Eisen mit Verlängerungen, mit längeren Schraubbolzen, zusätzlichen Halteleisten, wird die Bleiverglasung ca. 2-3 cm nach innen gezogen, zum Raum hin. Mit entsprechend umlaufenden Bleieinfassungen, die also dann kein Licht durchlassen, damit man nicht so störende Lichtspalte kriegt bei Sonneneinfall. Und das Ganze wird auf ca. 2-3 cm Abstand montiert. Und der Zwischenraum zwischen der Schutzverglasung und der Bleiverglasung, der wird von der Raumseite her belüftet. Man kriegt also durch entsprechende Belüftungsöffnung am unteren und oberen Fensterabschluss eine Kaminwirkung. Wieder ein bisschen weich geknetet. Unter Bewegung und Wärme wird er nämlich schön weich und geschmeidig und wird dann hier, man nennt das Kit vorlegen, auf der Scheibe vorgelegt. Ein sattes Kitbett, die entsprechende Leiste, eine Leiste lackiert aus Edelstahl, damit wir keine Korrosionsprobleme mehr bekommen, aufgesetzt, mit zwei Edelstahlmuttern fixiert. Und auf Druck angeschraubt, sodass der Kit sich richtig schön satt an die Scheibe presst. Er quillt dann auch oben in der Schiene raus, wird dann anschließend mit einem Kitmesser abgezogen. Sieht jetzt, wie der Kit hier schön rausgequollen ist. Das gewährleistet, dass wir eine gute Abdichtung haben. Und wir kriegen mit einem Kitmesser schräg, damit Wasser, was an den Scheiben entlang laufen kann, gut abfließen kann, abgezogen. Einmal mit der Hand gegen den Strich glatt ziehen. Das gleiche wird von unten gemacht. Kit und die Schienen komplett, einschließlich der Edelstahlverschraubung, werden nach ein paar Tagen nochmal übergestrichen. Grund, in den der Mörtel eingebracht wird, vorgenässt. Dann wird Kalkmörtel eingebracht. Ostkalkmörtel, weil es eine relativ weiche Fuge gibt und das auch dann in die Fuge angebracht wird. Derselbe Vorgang wird von innen auch nochmal gemacht. Jetzt erst im Groben vorgezogen. Einmal glatt gezogen.